NBA-Stars in Berlin. Patrice Budibela ist hin und weg von Tony Parker. NBA Goes Berlin und Patrice Budibela ist mittendrin. Der riesige Basketballfan erlebt hautnah, wie sich die San Antonio Spurs beim Training für das Spiel gegen Alba Berlin fit machen. Megastars, hübsche Cheerleader und geile Stimmung. Patrice ist in seinem Element und gerät ins Schwärmen. Als Begrüßungsgeschenk, die NBA kommt ja nicht so ohne Geschenke, habe ich gleich hier so dieses Shirt von dem Superstar bekommen. Viele Leute wissen es gar nicht, dass Tony Parker ja The Man ist seit 2005 bei den Spurs. Wobei viele Leute, glaube ich, kennen ihn nur aus der Gala und der Bunden, so als der Ehemann von Eva Longoria aus Desperate Housewives. Aber tatsächlich ist er nicht ohne Grund einer so der bestbezahltesten Spieler hier bei dem Team. Na Patrice, du bist ja richtig hin und weg von Tony Parker. Liegt das vielleicht an seiner sexy Ex-Frau Eva Longoria? Tatsächlich sind mir so diese persönlichen Beziehungen zwischen den Spielern und irgendwie Persönlichkeiten außerhalb des Courts relativ latte. Mich interessiert dann nur die Performance auf dem Court. Also jetzt sind sie ja geschieden, vielleicht interessiert mich jetzt wieder, was Eva Longoria sonst macht, aber prinzipiell hat das jetzt nichts mit dem Sport zu tun. Ganz klar, Patrice geht es vor allem um den Sport und deshalb findet er den Besuch der NBA-Stars in Berlin auch so richtig cool.